Buenos tardes, willkommen in Alicante, Spanien. Wir stehen jetzt gerade aktuell vor der M-Pro Classic. Heute ist Samstag, heute sind die Amateure dran. Die gucken wir uns auch an. Vor allem will ich ein Auge drauf haben, wer da so nachkommt. Es gibt unheimlich gute Amateure, die man leider noch nicht kennt. Aber das schauen wir uns heute an. Vielleicht sehen wir noch das eine oder andere Coole dort. Das wird so ein bisschen mehr Vlog. Viel Spaß beim Video. Bisschen Liebe da lassen, nicht vergessen. Ein Like, ein Abo und bis gleich. Sir, I like your shirt. Turn around. Like it. Okay, hier geht's also rein. So eine kleine Mini-Expo, glaube ich. Gucken wir uns um, was es hier so gibt. Ach, guck mal. Die T-Shirts kennen wir doch. Wie geht's dir? Halle, Alter. Wie geht's dir? Auch. Ich mach die Kunst. Die Sentin nervt schon wieder. Hallo, Herr Stevie. Stevie Wonder. Oh, hat er aufgelegt. Leute, ist das nicht eine absolut abgefahrene Bühne? Guckt euch das mal an. Licht brutal. Setup brutal. Bühnenhintergrund. Wir haben einen riesen Livestream. Schon geil. Ich würde jetzt mal sagen, wir schauen uns ein bisschen die Show an. Was sagt ihr? Zuvor aber muss ich mal meine nette Olympiakollegin nerven. Die steht nämlich hinter mir, die Frau Zienert. Und da ist sie auch schon. Wir stören sie gerade bei der Pro-Card. Die muss nämlich beantragt werden. Warum? Weil unsere Athletin Christina gerade ihre Pro-Card gewonnen hat. Und natürlich jetzt, weil morgen natürlich eine Pro-Show ist, sich dann da morgen neben die ganzen Profis stellt. Ich habe schon gesehen, das sieht ein bisschen aufgeregt und nervös aus. Ja, weil hier kein gutes Internet ist. Ah, es liegt also im Internet. Kannst du dich noch daran erinnern, wie du deine Pro-Card gewonnen hast? Ja, und zwar auch in Alicante. Echt? Nein, nein, nein. Die Pro-Card in London, aber meine Olympia-Quali war tatsächlich hier. Jenny, ich habe eine Frage. Ja. Was ist der Plan für dieses Jahr? Für mich? Mhm. Also primär Fokus Olympia, weil ich die Quali ja schon habe. Mhm. Und wenn es gut läuft, dann auch gerne dieses Jahr noch für nächstes Jahr qualifizieren. Thema Platzierung. Was ist dein Wunsch? Ich weiß, man kann es nie vorhersagen, aber was wäre dein absoluter Traum? Gewinnen. Obviously, obviously. Also für dieses Jahr wäre ich sehr glücklich mit einer Top 5 Platzierung. Ja. Wir reden hier von Top 5 der Welt. Top 5 der Welt, ja. Top 8 sind wir, das heißt drei kleine Plätzchen, die da noch Luft nach oben sind. Was hast du getan, um dich zu verbessern? Ich habe mir wirklich mal Auszeit genommen. Ich weiß, theoretisch kann man immer Wettkämpfe machen. Wenn man es clever macht als Frau, kann man wirklich das ganze Jahr lang Wettkämpfe machen. Ich habe die letzten 3 Jahre 17 Pro-Shows gemacht. Ja, aber deswegen habe ich jetzt auch mal diese, ich habe es gezählt, es waren 24 Wochen, einfach mal zum Wachsen, zum Essen, zum Trainieren, zum mehr Power haben genutzt, was meinem Kopf und meinem Körper sehr gut getan hat. Kann ich bestätigen, habe ich genau dasselbe gemacht dieses Jahr, zum ersten Mal seit 4 Jahren. Ja. Leute, ich schreibe unten Jennifers Instagram und YouTube auch in die Beschreibung. Check mal ab, eine unserer besten deutschen Athletinnen, auch auf der Olympia vertreten dieses Jahr. Drückt fest die Daumen und lasst ein bisschen Liebe da für die Jenny. Dankeschön. Zuerst mal herzlichen... Oh, bin ich jetzt süß? Ja. Ey, die wiegt ja richtig was. Ja. Gar nicht schlecht. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Erzähl, wie war's? Ja... Ich weiß noch nicht so genau, wo ich einordnen soll, weil ich also keine Ahnung, ich glaube, es brauche ich erstmal Zeit zum Arbeiten, aber es ist ein wahnsinnig tolles Gefühl und ich freue mich riesig und ich habe mir meinen Arsch aufgerissen und es freut mich voll, dass es halt sich auch gelohnt hat und genau. Vorweg, wo können sich die Leute auf Instagram finden? Ich bin mir sicher, die wollen dich sehen. Also auf Instagram Christina_STRCK, also Stoak ohne O, wie mein Nachname ist. Und genau, wenn man mich irgendwie unterstützen will, ich bin auch bei ZNT, also mit dem Code Christina kann man da auch immer maximal sparen, genau. Da unterstützt sie übrigens auch die liebe Jenny, das ist nämlich auch ihre Firma. Genau. Okay, wie lange hast du denn dafür arbeiten müssen, um gestern Profi zu werden? Da steckt viel Arbeit drin, also aber mit
Bühnenambitionen mache ich das Ganze jetzt die zweite Saison. Also letztes Jahr bin ich zum ersten Mal überhaupt gestartet beim DBV und habe in der Figurklasse den Gesamtsieg auf der Deutschen geholt. Und dann haben wir einen Aufbau gemacht. Da war ich bei Martin Hahn. Das habe ich jetzt auch erst vor kurzem, haben wir uns getrennt im Guten. Genau, dann haben wir den Aufbau gemacht, sind in die Diät gestartet und haben die Diät bis zur Olympia Amateur auch gemeinsam gemacht gehabt. Ich habe eine regional gemacht, die Olympia Amateur, da bin ich Zweite geworden in meiner Klasse. Dann habe ich die Entscheidung getroffen, zu Jenny zu wechseln und dann hat sie mich jetzt für die M-Pro sozusagen hergerichtet, also Peak Week gemacht und es hat anscheinend gereicht, um dann sich doch die Profikarte zu holen. Ich würde sagen, eine Reihe von richtigen Entscheidungen getroffen. Ja. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Danke. Und morgen geht's direkt auf die Pro-Bühne. Ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Ich freue mich eigentlich hauptsächlich, weil das Profi-Debüt dann und im Endeffekt, das sind die Leute, die ich seit Ewigkeiten verfolge, die große Vorbilder von mir sind und ich freue mich einfach nur, die Zeit zu genießen. Kleiner Tipp. Versuch, sobald du morgen auf der Bühne stehst, umzuschalten, denn es sind nicht mehr deine Vorbilder, jetzt sind es deine Konkurrenten. Ja. Und du hast eine Menge Rückenwind, weil du heute Profi wurdest. Nutze es aus und gib alles. Mache ich. Danke. Die gehört dir. Danke. Guck mal, wer da ist. Wer da ist. Dann haben wir doch gleich den Nächsten. Du bist doch Chris Bumstead. Nee, das ist der mit dem abgerissenen Hamstring. Meiner ist noch ganz. Ja. Okay. Wie geht's? Gut, und wie geht's dir? Ja, müde. Ich hab dich gestern vermisst, aber ich glaube, du hattest Aperoli-Alkoholvergiftung. Nee, wo denn? Weiß nicht, gestern zufällig in der Stadt? Nee, warst daheim. Ja. Du warst zu betrunken. Ich hab nee, gearbeitet. Ach so. Mach ich ab und zu. Einmal im Quartal muss ich arbeiten. Und das war gestern? Schade. Ja, morgen dann Vollgas. Ja. Also ab heute Abend bis morgen Abend. Sehr gut. Was machst du heute Abend? Saufen. Natürlich. Liebe Leute, das ist mein absoluter. Oh, jetzt hätte ich was gesagt, mein Lieblings-Ben. Aber da gibt es noch einen weiteren Kandidaten. Echt? Ben Hurlen, ja. Der konkurriert ganz stark als Lieblings-Ben. Liebe Grüße. Nichtsdestotrotz, schön, dass du da bist. Wie lange bleibst du hier? Bis zum 20. Und danach kommst du zu uns nach Marbella? Ja. Wir machen Zimmer frei. Ja, gehört. Videobeweis. Ist das auch so schön wie euer Zimmer, wo ihr gerade seid? Hab gehört, deine Frau gefällt die Kaltwasserversorgung da bei euch. Ja, und zwar so sehr, dass wir das umgebucht haben. Wir sind jetzt im Hotel. Es war eine Katastrophe. Ja, schön. Also, liebe Leute, auch hier ein Celebrity aus Deutschland, der liebe Herr Ben, darf man den Nachnamen sagen? Vogt? Oder hast du mittlerweile einen richtig coolen Kosenamen? Dankeschön. Coach B. Coach B? Ja, Coach B. Unser Coach B aus Deutschland. Morgen wird's lustiger. Morgen wird's hier richtig klasse. Weil du betrunken bist? Nee, das auch, das sehr deutsch hier morgen wird. Ja, wird sehr deutsch. Ja, war schon bei der Registrierung gestern auf jeden Fall. War so Fibo-Vibes. Okay. An jeder Ecke triffst du auch wieder die Fans. Aber cool. Solange wir hier nicht mit schwarzen Kutten einlaufen, ist alles okay. Das war's von mir, bevor es jetzt asozialer wird. Wir machen weiter. What's next? At least top 5. Yeah? Top 4, top 3, top 2. For this Olympia. Are you doing any other show? No. Focus 100% on the Olympia. And how much are you weighing? Will you make the weight? 100%. How much can you weigh on stage now? 96.2, which is 212 in classic. You're looking big, you're healthy, you're not fat. That's the goal. Face is lean. Thank you. Yeah. Bro, you're looking big, yeah? That's fine. I like it. Talk to you soon. Bye-bye. Der Typ, ultra geil. Als ich damals 2018 in London mein Pro-Qualifier gemacht habe, ich war damals Amateur, hat der gesagt, ey du, komm mal her. Habe ich ein Interview mit ihm gemacht und er sagt, weißt du was, ich glaube, du gewinnst. Ich habe gesagt, nah, das ist meine erste Qualifikationsshow. Damals war die erste NPC-Show so in London und so. Ich gesagt, ja, ich hoffe, aber wir schauen mal. Und dann wurde ich wirklich Profi und er hat es prophezeit. Sehr cooler Typ und seitdem, egal wo wir uns treffen, sagen wir uns immer nett hallo. Haben ein paar coole Worte zu sprechen. Sehr, sehr cooler Typ. Darf ich in dein Video kommen? Natürlich. Weißt du, was ich glaube? Was denn? Ist mir gerade so gekommen, ich glaube, du verarschst alle. Dass ich doch in die Open gehe? Nein. In die 212? Genau. Jetzt haben wir hier einen Deutschen, der nicht nur heute Profi geworden ist, sondern auch direkt morgen bei den Profis antritt. Wer bist du und wo kann man dich finden? Ich bin Patrick Alimski, 26 Jahre alt und auf Instagram könnt ihr mich verfolgen und auf YouTube natürlich auch. Und Big Zone ist mein Sponsor.
Und ja, da findet ihr mich und könnt meinen Weg und meine Reise und vor allem meine Entwicklung, die ich von vor 11 Monaten bis heute so erbracht habe, auf jeden Fall verfolgen und meine Geschichte mitverfolgen. Wie heißt du auf Instagram, dass wir das kurz abschließen? Patrick Galimski, RYK, ganz wichtig. Okay, notfalls findet ihr es unten in der Beschreibung. Jetzt aber, wie war das Gefühl für dich, diesen Wettkampf gestern zu gewinnen? Ich erinnere mich noch bei mir vor 6 Jahren, wie war es bei dir? Boah, es war unfassbar, weil eigentlich unrealistisch. Wir haben die Offseason angefangen letztes Jahr Oktober mit 100 Kilo. Einer guten Ausgangslage, vorher einen Minicut gemacht, einen Monat, und hatten dann Ende März 122 Kilo, aber halt Qualität. Geil. Ne, und, wer ist dein Coach? Jan Saffe. Ich bin im Team Jan, genau. Ein bekannter Name. Ein bekannter Name, der den ein oder anderen Athleten zum Profi macht und natürlich auch die Talente, glaube ich, bis ans Maximum treibt und das Beste rausholt. Und dann hat er ein Posing-Seminar gegeben. Und wir haben an meinem Posing gearbeitet und dann hat tatsächlich Rico Lopez Gomez gesagt, der natürlich auch da war, ey, du musst preppen. Du musst diese Saison musst du starten, weil das Potenzial ist da. Du siehst nach einem Profi aus, die Beine sind brutal, Oberkörper muss natürlich angepasst werden, das ist ja klar bei solchen Beinen. Und dann sind wir April in die Prep gestartet. 10 Wochen später stand ich in Gera auf der Region 1. Hab den zweiten gebracht mit einer Condition, die nicht mal ansatzweise so war wie heute. Und vor 2 Wochen habe ich meinem Coach ein Update geschickt. Und der hat mich angerufen und hat gesagt, Koffer packen, wir fliegen nach Alicante. Geil. Holst die Karte. Und das war natürlich für mich und meine Frau, ne, ich bin Vater auch, ne, war das völlig überwältigend, das alles unter einen Hut zu bringen. Und dann kurz geplant, meine Frau hat alles organisiert, alles gebucht. Und 2 Wochen später stehen wir jetzt hier. Ich hatte Donnerstag, als wir hier angereist sind, hatte ich das übelste Tief. Da war ich eigentlich so weit zu sagen, okay, Abbruch, Sachen zusammenpacken, wir fliegen nach Hause. Das ist meistens ein gutes Zeichen. Und die Leute, die das durchstehen, haben große Erfolge. Ja, und dann kam der Tag, heute Morgen. Ich bin aufgestanden, mein Bauch war flach wie noch nie. Die Härte war da. Dann kam das erste Meal, Frühstück. Brötchen gab's, 5 Brötchen mit 50 Gramm Butter. Brötchen? Ja, ganz interessant. 50 Gramm Salami und dann ein bisschen Aufstrich. Nutella, dunkle Schokolade, sowas halt. Und ich muss mal mit Jan reden, das hört sich ziemlich lecker an. Auf jeden Fall. Und das habe ich auch genossen. Und ich habe mich super gefühlt. Dann kam er und Formcheck und er hat gesagt, Alter, deine Condition, du wirst das Ding heute holen. Jetzt kommt die Frage aller Fragen. Was ist der Plan für morgen? Der Plan für morgen ist tatsächlich, nochmal besser zu werden. Ich denke, das kriegen wir auch hin. Aber Ziel ist es einfach, neben den großen Jungs mal zu stehen, neben den Olympiaathleten, ne? Neben den ganz großen. Da kommen richtige Brummer. Genau, und ich denke mal, Top 10, das wäre natürlich schon geisteskrank, aber für uns ist das jetzt einfach eine Erfahrung, die wir mitnehmen und dann einfach in eine Offseason gehen mit dem ganz klaren Ziel, dann nächstes Jahr auch eine Pro-Show zu gewinnen und dann schon so schnell wie möglich die Olympia-Quali gegebenenfalls zu holen und dann den Weg nach ganz schnell zu klettern, da wo du auch schießt. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Ja, Mann. Liebe Leute, nicht vergessen, checkt mal unten in der Beschreibung ab das Profil und dann drückt mir ganz fest die Daumen, dass es morgen eine gute runde Nummer wird und dass wir einen neuen, dicken Jungen aus Deutschland auf der großen Bühne stehen haben. Damn, what the fuck? Peace, Leute. Danke für das Interview, Mike. Sehr gerne. 78, Rico Lopez Jimenez. Attacke! Thank you. Lachen! 77 and 76 switch, please. 78 and 76 switch, please. Ich bin Fix und Foxy. Was ein spannendes Ding. 3 deutsche Amateure haben sich die Pro-Card gesichert, die starten morgen direkt. Unglaublich gute Athleten, unglaublich viele Athleten, mehrere Klassen, mehrere Lines. Unglaublich geil.
Willkommen zurück. Heute Tag Nummer 2, Tag der Profis. Ihr seht schon, die Warteschlange geht bis raus vor die Tür. Das wird heute ein volles Event. Ich bin gespannt. Classic Physik ist dran. Wir gehen jetzt rein in Attacke. Okay, Frauen sind noch dran. Wir sind nicht zu spät. Es hat alles geklappt. Geil. Leute, es ist der Wahnsinn. Ich habe in meinem Leben noch nicht so eine Bühne gesehen. Leck mich am Arsch. Die haben Flammenshow, die haben Stroboskope, die haben LED-Lights, die haben Moving Heads. Das, was wir hier sehen, ist normalerweise auf Konzerten von Rammstein, Linkin Park und so ein Scheiß. Okay, ganz links steht Lena. Das ist wahrscheinlich mit die Top-Favoritin des heutigen Wettkampfs. Sie hat vor 2 Wochen das Ding schon gewonnen. Außerdem dabei noch Nadine Huber. Man sieht aber ganz deutlich, Lena ist tief gestreift, die ist voll, ihre Cuts sind richtig gut an der Seite, am Oberschenkel, alles durchgestreift, schön Lena-Look. Sie ist nicht zu voll, sie ist nicht zu leer. Das sieht relativ gut aus. Zugegeben, die Konkurrenz ist sehr stark. Lena gehört nicht zu den Massigen. Dennoch ist sie eine unheimlich ausgeglichene Athletin. Ich bin sehr gespannt, wie das Ganze heute aussieht. Das ist der absolute Wahnsinn. Das erste Callout bei der Figurklasse haben wir hauptsächlich Deutsche. Lena, Denise, Nadine und. Unglaublich stark. Also die Deutschen dominieren hier 100%. Absolut wahnsinnig. Ich denke, das könnte tatsächlich ein Ding werden zwischen Nadine und Lena. Leute, jetzt geht's los. Meine Klasse. Heute entscheidet sich, wer neben mir auf der Olympia steht. Und die sind verdammt gut, glaub mir. Ganz links, unglaublich gute Linie. Taille, die hat er da gelassen, wo er herkommt. Daneben unglaublich stark, richtig robust. Wir haben Valerie, wir haben André ganz rechts, unsere deutsche Hoffnung hier in der Klassik. Also die Linie ganz links ist atemberaubend. Wenn der noch ein paar Kilo mehr bringt, dann ist echt gute Nacht. Das sind jetzt nur die numerischen Vergleiche, das ist noch kein Callout. Und selbst die Athleten, die hier stehen, haben schon so ein gutes Niveau. Die Olympia wird sowas von asozial. Und ein weiterer Deutscher. Wir haben Florian, außerdem Bionic Body ist mit dabei. Oh, jetzt wird's spannend, Leute. Jetzt geht's ab. Florians Beine unglaublich stark. Ich glaube, das sind mit die stärksten Beine, die ich heute gesehen habe. Hier ist der absolute Top-Favorit. Rosema. Rosema Beast auf Instagram. Unglaublich starker Athlet. Außerdem haben wir Hermann Pastor. Und wir haben Luca Rega. Unser neuer deutscher Olympiateilnehmer. Und jetzt bin ich gespannt, wie das hier ausgeht. Front Double Bicep. Und da haben wir Dominik Woiwat, eigentlich Bodybuilder, hat sich jetzt entschieden, in die Classic zu gehen und hat in den letzten 3-4 Tagen nochmal 7 Kilo Gewicht gemacht. Bin sehr gespannt, wie er sich heute hier schlägt. Eigentlich nicht seine Klasse, aber umso spannender, weil er ein richtig guter Poser ist. Ich denke, er passt gut in die Klasse. Flow stimmt, der Kerl hat Muskeln, der sieht schön aus. Ich bin echt gespannt, wie das Ergebnis ist. Let's go, Bro! Unglaublich starkes Line-Up hier. Luca, 22 Jahre alt, hat sich vor 2-3 Wochen die Olympia-Qualifikation geholt. Hat heute ein unglaublich schweres Feld. Trotzdem super Flow, Conditioning super, Beine stark. Der muss jetzt richtig selbstbewusst sein. Arsch tief gestreift, brutale Condition. Da hat Roland Schurlock alles gegeben. Rücken tief, schön geteilt, richtig schön. Genau so sollten wir Classic sehen. Okay, jetzt bin ich gespannt, wir haben Dominik hier, wie er sich hier im Line-Up schlägt. Der Kerl ist in Form, der kann posen, der hat Muskeln, der bringt alles mit, um hier gut dazustehen. Und er hat Spaß, er lacht. Geil. Geiler Flow. Gute Musik. Und er geht voll drauf ein, sehr geil. Christmas Tree, Rücken hart, er ist voll, schön pralle Muskeln,
Und bam! Yes! Geile Nummer! Also das könnte hier tatsächlich eine sehr gute Platzierung werden. Sehr schön. Tolle Pose. Und jawohl. Und da applaudiert die Menge absolut zu Recht. Super Debüt, richtig geil, super gemacht. Switch please. 29 and 31 switch please. Was hast du zur Classic-Klasse? Almost scary, würde ich betiteln. Ja. Das heißt, wer macht das Ding heute? José, 100%. Ja, sag ich auch. Der Kerl hat alle Waffen, um auf der Olympia dermaßen von hinten aufzuwischen. Als jemand, der noch nie auf dieser Bühne gestanden hat, wird er dort einschlagen wie eine Granate. Ja, das sehe ich auch schon. Urs total. Und ich haben es relativ gut gemacht damals. Wir waren ja. die ersten Deutschen in den Top Ten. Genau. Aber er wird das Ganze toppen, glaube ich. Das denke ich auch. Der ist einfach jung, frisch, der hat das Gesicht. So, der dreht sich um. Der hat Fleisch auf dem Rücken, der ist asozial. Ja, ja, genau. Und das mit dem Alter 22. Also ist für mich kein einfaches Brot, ich bin ehrlich. Ich bin nämlich der Typ, der genau neben diesen Kerlen steht in 17 Wochen. Das stimmt. Aber umso spannender für mich, weil da trennt sich wirklich die Spreu vom Weizen. Ja, und es muss Ansporn sein. 100%. Ich glaube auch, dass dieses Jahr die stärkste Olympia in der Classic wird, die es jemals gegeben hat. Das sehe ich auch so. Ich habe auch ein paar Dinge zu zünden dieses Jahr. Ja, musst du. Ja. 7 gute Gründe, um dieses Jahr besser zu sein als letztes Jahr. Ja, okay. Auf jeden Fall. Und Backline drauf achten, das weißt du ja. Das ist ja dann. Aber das wird schon gut. Ich drücke dir die Daumen, mein Vielen Freund. Dank. Auf jeden Fall. Ne? Hat mich gefreut, dich zu sehen. Auf jeden Fall, mein Bester. Look at this. Thank you, buddy. Thank you. Thank you. See you guys. Bye-bye. Leute, der Leitsatz des heutigen Tages würde ich betiteln als almost scary. Ich bin absolut schockiert. Nicht nur von der Classic, auch von der Figurklasse, von der Men's Physik. Boah, Leute, ich habe viele Wettkämpfe besucht, aber sowas wie heute habe ich, glaube ich, noch nicht gesehen. Bühne. Bombastisch, Lichtshow, Pyrotechnik, Flammen, Stroboskope, Moving Heads, volles Programm wie bei einem verdammten Konzert. Die hatten, ey, da war einfach alles, alles. Athleten, ein Niveau, unglaublich gut, unglaublich viele. Die Judges hatten echt viel Arbeit, Mann, kein Scheiß. Eine Sache noch und ganz, 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 ganz großen Applaus an die deutschen Athleten. Alle Deutschen waren in Top-Platzierungen. First Callouts, Second Callouts, die wurden verglichen. Es werden Deutsche heute auch gewinnen. Luca Reger, der jetzt kürzlich Profi geworden ist, war tatsächlich in Top 3, Top 2 sogar. Hat man selten gesehen, Alter. Er ist qualifiziert für die Olympia. Hier hat er natürlich einen unglaublich starken Gegner, von dem ich glaube, dass er die Olympia bei seiner ersten Teilnahme von hinten dermaßen aufwischt und zerstört. Das Ding war relativ klar, schon bevor die Jungs auf der Bühne waren, dass der Kerl das Ding gewinnen wird. Luca Reger hat sich aber sehr gut geschlagen. Ihm fehlt noch ein bisschen Fleisch, aber der Junge hat alles, was man braucht. Das war's jetzt von mir. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Da geht es nämlich um Studien. Ganz wichtig, viele verlassen sich aktuell auf Blatt Papier, weil eine Sache an 100 Menschen getestet wurde und man das dann quasi nutzt, um seine eigenen Erfolge zu überprüfen. Und dem gehen wir ein bisschen auf den Grund. Ich bin nämlich mittlerweile etwas skeptisch. Das war's jetzt von mir, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Like da, ein Abo und wir sehen uns zum nächsten Video. Adieu.